je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert. In der Do & Co Rooftop Lounge wird bei einem exklusiven Get-Together der neue Damenduft von Kenzo vorgestellt. Für mich als Franzose ist es natürlich was Besonderes. Also erstmal ist es ein neuer Kenzo-Duft und das alleine ist was Besonderes. This is the first perfume between Kenzo Perfume and Kenzo Fashion under the artistic direction of Caroline and Umberto Leon. This is a just a big step for our brand Kenzo, and this is a new floral, fragrance floral, which has been developed by Francis Curgeon, and we just work on the new femininity, a new woman who dares to be herself, and this is a big vision of Caroline Umberto Leon's on Kenzo. Was macht ein gutes Parfum aus? Das ist der Flakon auf jeden Fall, und der Flakon ist natürlich die Verpackung und dann der Duft in sich. Ja. Und ich glaube, dass das das Schwierigste ist, nämlich für die Parfümindustrie das perfekte Parfum am Markt zu bringen, weil es ja individuell für jeden Einzelnen ist. Ja. Und einer entscheidet mit dem Auge, der andere entscheidet mit der Nase. Und ich bin einer, dem spricht ein cooler Flakon an und erst im zweiten Schritt der Duft selbst. Ja. Wie wichtig ist denn die Optik eines Parfums, um hinzuzugreifen für dich? Sehr wichtig. Also wenn eine Flasche so ein bisschen Vintage-mäßig ausschaut zum Beispiel, dann greife ich automatisch hin. Wenn irgendwie was Rosiges oder was Blumiges dabei ist, greife ich auch hin. Das ist schon sehr wichtig, die Verpackung. Man weiß ja, wenn man die Handelsakademie gemacht hat, Marketing ist sehr wichtig. Und das gehört natürlich dazu zum Parfum. This is absolutely an eye because we decided to work on the eye key symbol of Caroline Umberto Leon. They have created for the fashion collection in 2013, and it was just obvious for us to infuse their fashion energy in this perfume. Rosi, wie sieht's denn bei dir aus? Wie viele Parfums braucht Mann bzw. Frau? Also ich muss sagen, ich habe 5 verschiedene Parfums daheim. Für jeden Anlass was Spezielles. Und also ich hoffe, ich rieche gut heute. Was sagst du? Warte mal. Ja. Ja, ich muss sagen, ja. Also für dich ist es auch so, dass man im Sommer was anderes braucht als im Winter. Tagsüber natürlich was anderes als am Abend. Fällt dir auf, wenn du dein Sommerparfum am Abend nimmst, irgendwie schlägt sich das? Ja, oh, das schlägt sich voll. Also ich habe dann dieses tägliche Parfum, was ich normal verwende, einmal ein bisschen beim Tanzen verwendet und jeder hat mich angesprochen und das riecht so super und wieso hast du das nicht immer oben? Also man kriegt schon Feedback, das finde ich eh gut. Adi, gehört zu einem perfekten Styling, um das Ganze rund zu machen, auch der perfekte Duft? Unbedingt. Also das ist, ein Duft ist, er rundet sein Gesamtoutfit erst ab. Also ein gutes Outfit, Accessoires und dann den perfekten Duft und das gehört einfach dazu. Ja, ganz unbedingt. Wie ist es denn mit dir? Wie findet man seinen Lieblingsparfum? Ja, also ich bin da leider, also ich lege mich ja nie fest auf einen Duft. Ja. Ich habe immer irgendeinen anderen Duft zu Hause. Das heißt, wie viele hast du zu Hause? Pi mal Daumen. 7. Das ist gar nicht so schlimm. Nicht? Die habe ich auch. Ja, aber ich habe nicht, also ich habe nur für den Sommer habe ich einen Duft, den habe ich seit ich in der Pubertät bin. Und den trage ich immer im Sommer. Ja? Das ist ein super billiges irgendwas Parfum, aber ich sage auch die Marke nicht dazu. Aber das erinnert mich so an den Sommer, das ist mein Lieblingssommerparfum. Ist es so, dass ein spezieller Duft dich irgendwo hinbringen kann? Total, vor allem Männerdüfte. Wie viele Parfums braucht man denn wirklich zu Hause? Braucht man für den Sommer was anderes als im Winter, für den Tag was anderes als am Abend? Also meiner Meinung nach hat jeder sein Lieblingsparfum und es braucht eigentlich nicht mehr als 1 bis 2 Düfte im Regal. Das heißt, wenn dein Lieblingsparfum fruchtig ist, also gerade als Frau hat man das oft zu Hause, darf ich das auch im Winter nehmen oder sollte ich da was Stärkeres nehmen? Dürfen tust du natürlich alles, aber meiner Meinung nach schaut es so aus, dass man im Winter vielleicht andere Bedürfnisse hat wie im Sommer und im Sommer hat man gern was Fruchtiges, was Leichtes, vielleicht was nach Regen duftet oder nach Frische und im Winter vielleicht was Kuscheligeres und was
was Schwereres. Ja, ist wie ist denn das? Wie viele Düfte hast du selbst zu Hause und wie viele würdest du raten, sollte man haben? Sommer, Winter, Tag, Nacht, wie viel Repertoire oder ist es Repertoire? Ja. Ja, wir sind ja schon im Deutschen. Ja. Wie viel sollte man wirklich daheim haben? Also ich finde es total toll, wenn ich Leute treffe und ich sage, ich habe zu jeder Stimmung oder zu jedem anders mein eigenes Parfum. Das finde ich grandios und das würde ja jeden raten, weil es einfach so fad ist, nur ein Parfum zu haben. Ich trage seit 20 Jahren das gleiche Parfum. Also ich bin unfassbar fad. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Es ist wirklich so, seit 20 Jahren. Ich sage aber nicht, Winter, Sommer, Tag, immer, Nacht. Ja, immer. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh.